Und anstatt dass die Polizei dann mit dir nach Hause fährt, deinen Führerschein holen, nehmen die dich einfach mit auf die Wache. Also so ging es mir letztes Mal, war richtig ärgerlich. Leute, nehmt immer euren Lappen mit und eure Läppchen und eure Ohrläppchen. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Motovlog an diesem Mittwochmorgen. Wir haben Mittwochmorgen, 8 Uhr. Zum Thema bergauf werde ich jetzt gleich was sagen. Zum Thema bergab. Oh Mann, Leute. Zum einen in dem vorletzten Video, wo ich über das Thema Corona kurz geredet habe mit euch. Ich weiß, die Meinungen gehen da sehr weit auseinander, ne? Aber wie gesagt, das Video bezog sich in erster Linie auf das Thema Maskenpflicht. Das andere Thema, das sieht meine Meinung wieder anders da aus. Wie gesagt, ich bin halt generell der Meinung, dass Maskenpflicht sinnvoll ist, weil wir sowieso nichts anderes tun können. Was ich allerdings richtig unnötig finde, erst machen sie die ganzen Wirtschaften, Gaststätten zu, alles, dann verschärfen sie die Bedingungen, unter Auflagen dürfen die Betriebe wieder öffnen, die Wirtschaften, die Gaststätten wieder öffnen und die Gaststätten fangen an umzustrukturieren, machen Wände dazwischen, diese Glaswände und alles, gucken, dass sie die ganzen Vorschriften einhalten, nur damit sie endlich wieder öffnen können. So, und jetzt, ein paar Monate später, wollen sie wieder Lockdown, wollen sie wieder alles schließen, war quasi alles für den Arsch. Also diese Corona-Beschränkungen, Lockdown-Beschränkungen, ich muss sagen, das kann ich nicht verstehen, Digga. Ich habe das Gefühl, die wollen einfach irgendwelche Gesetze machen, irgendwas gesetzlich ändern, Einschränkungen machen, weil die Politik selber nicht mehr weiß, was sie tun soll. Also, keine Ahnung, was da jetzt wieder an Corona-Beschränkungen auf uns zukommt. Ich check's nicht, Alter. Ich check's nicht. Vor allem, ich check halt nicht, was das bringen soll. Naja, ich bin gerade heute Morgen um 6 Uhr von der Arbeit gekommen. Ich mache so Twitch an, so wie andere Leute nach der Arbeit den Fernseher einschalten, schalte ich Twitch ein. Und habe mir gerade ein Let's Watch US-Wahlen angeguckt, also wo ein Streamer, der Herr Newstern war das, die US-Wahlen live streamt. Und ich dachte mir, yo, guck ich da ein bisschen mit rein. Live-Übertragung von CNN, dem amerikanischen Sender. Wie faszinierend, Alter, wie die Amerikaner diese US-Wahl zelebrieren so richtig. Das ist ein The Show Must Go On, ne? Das ist eine riesengroße Show. War interessant, aber ich weiß nicht. Im Prinzip ist es mir egal, wer gewinnt. Von mir aus Ronald McDonald. Ja, zum Thema bergauf. Es geht bergauf. Ihr habt es im Videotitel gelesen und damit meine ich nicht bezogen auf die aktuellen amerikanischen Präsidentschaftswahlen oder auf die Corona-Beschränkungen. Nein, was geht bergauf? Leute, in meinem Leben geht es bergauf. Ich habe wieder einen Job seit letzter Woche. Letzte Woche in einer Firma angefangen. Ich muss dazu sagen, es ist eine sehr große Firma. Ich habe da angefangen in einer Montage. Und ich habe das 3 Tage gemacht und Alter, der Stress, der Druck, unmenschlich, einfach unmenschlich. Und das für einen Leiharbeiterlohn? Puh. Und dann habe ich bei der Verleihfirma angerufen und gesagt, Leute, tut mir leid, aber das ist gar nichts für mich. Sucht mir doch bitte irgendwas anderes. Und dann meinten die, jop, wir schauen mal. Und dann haben sie geschaut, 3 Tage später. Nee, Quatsch. Eine Woche später haben sie sich gemeldet und meinten, yo, Herr XY, wir haben da was für Sie. Und ich dachte mir, ja geil. Sagen wir so, es ist deutlich besser. Und es ist auch finanziell deutlich besser. Das Problem ist, also ich verdiene, das ist in der gleichen Firma, allerdings in einer anderen Abteilung. Aber da in der Firma ist irgendwie jede Abteilung ist gefühlt eine extra Firma. Allerdings Dauernachtschicht. Ja moin, hier steht ein Roller rum. Lol, da steht ein Roller am Acker. Wem der wohl gehört?
Was ich sagen wollte, man verdient auf jeden Fall besser, allerdings Dauernachtschicht. Das heißt, ich habe jetzt für die nächsten Wochen, Monate auf jeden Fall immer Nachtschicht. Auf eine Art passt halt wirklich gut in meinen Rhythmus, weil ich bin irgendwie schon immer so Nachtmensch gewesen. Ich habe es auch in den Videos schon immer mal wieder erklärt, wenn ich frei habe längere Zeit. Es ist auf jeden Fall immer so, dass ich meinen Rhythmus immer nach vorne verschiebe, bis ich quasi irgendwann Wochen später tagsüber schlafe und nachts überwacht bin. Das ist automatisch. Dann verschiebt sich aber mein Rhythmus auch nicht mehr. Der bleibt dann so. Deswegen Nachtschicht passt irgendwie. Ich mache es jetzt halt so. Ich gehe irgendwann um 10, 11 Uhr ins Bett. Vormittags. Gestern war ich um 10 Uhr morgens bin ich ins Bett gegangen. Und penne dann fast durch bis 18, 19 Uhr abends. Dann mache ich noch ein bisschen was. Gehe was essen. Gehe einkaufen. Je nachdem. Und dann gehe ich in die Arbeit. Man kriegt gut Schlaf irgendwie und ja, ich bin irgendwie Nachtmensch. So, das passt eigentlich. Und naja, Nachtschichtzulage steuerfrei ist halt schon geil, ne? Auf jeden Fall für die nächsten Wochen, Monate mache ich's. So kann ich mir auf jeden Fall einen Motorradführerschein finanzieren. Ein bisschen was auf die Seite legen, weil so verdient man auch echt als Leiharbeiter echt gut. Also der Stundenlohn an sich in dieser Abteilung ist sehr gut für einen Leiharbeiterlohn plus die Nachtschichtzulage bei Dauernachtschicht, da kommt was zusammen. Ja, also was ich damit sagen will, es geht bergauf. Jo, werde jetzt nach Hause fahren, werde gucken, dass ich das Video hier noch schneide. Dann lasse ich den PC rendern. Irgendwie braucht er momentan ewig, um ein Video zu rendern. Keine Ahnung. Und ja, dann werde ich es heute Abend hochladen. Das Ding ist halt jetzt momentan, wo ich wieder arbeite, auch noch in Dauernachtschicht, werde ich halt erstmal nicht mehr so viel Videos machen können. Das ist halt klar. Ich werde nicht mehr so viel Videos machen können, aber es geht momentan nicht anders. Jetzt kommt sowieso die kalte Jahreszeit. Jetzt ist es sowieso so ein bisschen, es wird kalt einfach, ne? Es wird kalt, es wird glatt. Jetzt wieder Arbeit, also nicht wundern, Leute, wenn vielleicht in nächster Zeit nur noch ein Video pro Woche kommt. Dafür, ich werde momentan alle meine Möglichkeiten, alle Hebel in Bewegung setzen, dass wir nächstes Jahr, vielleicht sogar nächstes Jahr schon Motorradvlogs bringen können, ne? Ich meine, wenn ich nächstes Jahr im Frühling mit dem Motorradführerschein anfange, weiß ich ja noch nicht, wann bin ich fertig? Wie lange dauert es, den Motorradführerschein zu machen? Wie lange werde ich brauchen? Kommt halt darauf an, wie viel Zeit ich für Fahrstunden habe, jetzt, wenn ich Dauernachtschicht mache. Vielleicht mache ich bis dann auch keine Dauernachtschicht mehr, sondern Tagschicht. Keine Ahnung, Leute. Aber geil wäre es halt schon, ne, wenn man nächstes Jahr bis zum Sommer dann den Motorradführerschein auch fertig hat, dass man vielleicht auch das Geld schon zusammen hat, sich irgendwas Schnelleres zu holen. Vielleicht erstmal für 800 Euro oder für 1000 Euro einen 125er Roller. Ne? Ich glaube nicht, dass ich mir bis nächstes Jahr ein fettes Motorrad und einen Motorradführerschein leisten kann. Also so viel verdiene ich dann jetzt auch nicht. Aber dass wir nächstes Jahr schon mal schnellere Vlogs machen können, auf jeden Fall. Ne? Vielleicht sogar schon einen Reiseroller kaufen können. So einen richtig fetten 125er oder vielleicht sogar 250er. Mal schauen. Aber dafür müssen wir jetzt halt erstmal über den Winter ordentlich arbeiten. Ne? Momentan arbeite ich nicht nur Dauernachtschicht, sondern aktuell auch 6 Tage die Woche. Ne? Das heißt, ich gehe am Sonntagabend um 22 Uhr, fange ich schon an mit Arbeiten. Und ja, durchgehend bis Samstagmorgen. Samstagmorgen komme ich dann von der Arbeit und am Sonntagabend gehe ich schon wieder in die Arbeit. Ist echt stressig, vor allem wenn man die letzten 7 Monate zu Hause rumgesessen ist. Aber ja, wenn ich nicht noch ein Jahr weiter von dem Motorradführerschein träumen möchte, sondern ihn wirklich nächstes Jahr umsetzen möchte, dann muss ich jetzt halt ranklotzen. Oder ihr müsst mehr abonnieren, dann kann ich es von YouTube Money bezahlen. Mir ist gerade eingefallen, vorhin ist uns ja Polizei entgegengekommen. Ich hätte noch nicht mal den Führerschein dabei gehabt. Ich habe gerade geguckt in meiner Brust. Ich habe nicht mal einen Führerschein dabei. Ich habe nicht mal die Rollerpapiere habe ich eigentlich immer im Helmfach.
Gut, jetzt nicht mehr, weil es brechen bei mir Leute ein. Aber eigentlich habe ich die Rollerpapiere immer im Helmfach. Aber ich habe jetzt gar keinen Geldbeutel dabei. Lol, Alter. Führerschein, Fahrzeugkontrolle und kein Führerschein dabei. Das ist nicht so geil. Leute, nehmt immer einen Führerschein und Fahrzeugpapiere mit. Ich habe da schon mal Probleme gehabt, musste auf die Wache, bliblablo, Personalien feststellen, meh. Und anstatt, dass die Polizei dann mit dir nach Hause fährt, deinen Führerschein holen, nehmen die dich einfach mit auf die Wache. Also so ging es mir letztes Mal, war richtig ärgerlich. Leute, nehmt immer euren Lappen mit und eure Läppchen und eure Ohrläppchen. Schnieke, schnieke, schnieke. So. Aber meine Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem Video, ein kleines Video, aber mal ein Update zur aktuellen Lage. Es geht wieder bergauf. Bei mir, im Rest der Welt geht es irgendwie gerade bergab. Ne? Aber wie gesagt, zum Thema US-Präsidentschaftswahl ist mir relativ egal. Von mir aus gewinnt Ronald McDonald. Ja, Leute, haut rein und nächstes Jahr Bundestagswahl, geht wählen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mit V.